Hallo und herzlich willkommen an das Kollektiv der Wagen. Hier ist Julia Aurelia jetzt mit deiner Legung für dich und deinen Seelenpartner. Und zwar, wie es jetzt für dich und deinen Seelenpartner im Oktober weitergeht. Falls du die Waage im Sonnenzeichen, im Mond, Aszendenten oder der Venus hast, bist du hier also genau richtig. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich lege dir jetzt das keltische Kreuz. Hast du vielleicht bei den Videos, die bereits hochgeladen sind, bereits gesehen. Das Ganze mache ich mit dem Seelenreisetarot. Das siehst du bereits hier links. Das werde ich dir auch reinschreiben in die Infobox unter diesem Video und verlinken. Und dann werden wir uns nochmal die Gegenseite anschauen, sprich, wie empfindet dein Seelenpartner denn die Situation? Und da gehen wir rein mit dem Golden Art Nouveau Tarot. Aber jetzt starten wir erstmal mit dir hier. Okay. Okay. Hier kommt es zu einem Abschluss. Für den einen oder anderen kann eine Reise oder ein Umzug hier eine Rolle spielen. Die Welt grundsätzlich steht aber auch für einen Abschluss. Ich habe ein bisschen das Gefühl, weil wir hier deine Träume und Visionen haben, oder einen Wunsch auch, dass irgendwas zu einem Abschluss kommt bezüglich deiner Träume, deiner Visionen, deiner Wünsche. Für den einen oder anderen könnte das die Geburt eines Kindes sein, also damit wäre die Schwangerschaft abgeschlossen, eine Phase ist quasi vorbei und man geht in einen neuen Kreislauf über. Ist jetzt ein bisschen spezieller, trifft nicht auf jeden zu. Für jemand anderen habe ich das Gefühl, es kommt irgendein, entweder endet ein Traum oder es kommt hier irgendwas zu einem Abschluss bezüglich eines Wunsches oder eines Traumes. Lass uns mal weiterschauen. So, dann haben wir hier den König der Münzen. Da geht es grundsätzlich um all die Thematiken zum Thema Beruf und Finanzen oder Zuhause und Familie. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es hier tatsächlich um eine Situation geht, wo jetzt langfristige Pläne gemacht werden, Zukunftspläne, die entweder damit zu tun haben, dass man sich jetzt auch einmal die Finanzen genau anschaut, wenn es hier um die Erfüllung dieser Wünsche und dieser Träume geht. Oder zusätzlich oder beziehungsweise ein weiteres Thema könnte hier auch einfach sein, wirklich das Thema Zuhause, Familiengründung, Umzug. Wir sagten ja gerade mit der Welt, ne, das könnte ein Umzug oder eine Reise sein. Ich habe das Gefühl, eine Reise ist jetzt beendet und definitiv mit der Welt irgendein großer Abschluss. Es gibt irgendeinen, ja, irgendeinen Kreislauf, der sich gefühlt für dich schließt, der was zu tun hat mit deinen Träumen, mit deinen Visionen, aber gleichzeitig startet bereits ein neuer Kreislauf, weil auch der Bube der Kelche ist ein Neuanfang, ne? Wo wir jetzt mit dem König der Münzen wirklich eine recht solide Zukunftsplanung haben. Vielleicht kriegst du hier auch Ratschläge. Ratschläge bezüglich dem, wie sagt man, Erfüllen deiner Wünsche und wie du das Ganze jetzt am besten angehen kannst. Da haben wir den Narren auch schon, also Neuanfangsenergie. Tja, eh schon gesagt, hier zeigt sich der Narr jetzt. Also, du gehst wirklich in einen ganz komplett neuen Lebensabschnitt über, habe ich das Gefühl. Ich sagte ja, für den einen oder anderen kann das hier das Thema Kinder sein, Geburt eines Kindes. Für wiederum andere könnte das auch eine neue Liebe sein, die sich hier zeigt. Auch das wäre möglich oder ein Neuanfang innerhalb einer bestehenden Partnerschaft und Beziehung. Aber was ich ganz stark wahrnehme, ist, egal in welchem, in welcher Beziehung du gerade bist oder wie der Status der Beziehung ist, es geht jetzt gefühlt darum, dass du neue Träume hast und neue Ziele, und dass jetzt dieses neue Kapitel startet, in dem es darum geht, diese zu erfüllen. Okay, dann lass uns mal weiterschauen hier. Was sind die Energien im Kollektiv der Wagen? Was sind die Energien im Kollektiv der Wagen zum Thema Seelenpartner? Wie geht es weiter mit den Wagen und ihrem Seelenpartner jetzt im Oktober? Ja, und da haben wir tatsächlich auch die Energie, dass irgendwas gerade nicht so glücklich machend oder erfüllend ist. Oder zumindest ist das auf jeden Fall in diesem Mix mit drin. Irgendwas stagniert hier oder hat stagniert. Irgendwas war nicht so ganz glücklich machend oder erfüllend in einer Angelegenheit. Vielleicht deswegen jetzt auch getriggert die, wie sagt man, die Vorstellungskraft
wo man jetzt sagt, okay, was würde mich denn glücklich machen? Was würde mich denn jetzt langfristig glücklich machen? Das ist ganz spannend. Das kommt gerade sehr, sehr stark durch hier. Also, lass uns mal schauen. Die Hauptenergie ist auch das Thema Gottvertrauen. Vielleicht hast du es mit einem Stier zu tun. Der Hierophant ist die klassische Karte für den Stier. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ja, du kannst hier alles gut sehen. Gut, dann geht's weiter. Der Hierophant sagt definitiv, das Thema für dich ist aktuell Gottvertrauen. Und was ich da reinbekomme, ist Gottvertrauen, dass du deine Wünsche und Träume jetzt erreichen kannst in deinem neuen Kapitel. Ja, vielleicht war das alte Kapitel nicht ganz so zufriedenstellend hier. Vielleicht endete ein Traum oder eine Vision. Vielleicht musstest du da irgendwas abschließen, was sich vielleicht nicht so ganz erfüllt hat. Oder ja, was dich nicht erfüllt hat oder was sich nicht erfüllt hat. Und wo es jetzt darum geht, im Vertrauen zu bleiben, im Vertrauen, was die geistige Welt angeht, im Vertrauen zu bleiben, was deinen Seelenplan angeht. Lass uns mal schauen, was die Herausforderung ist. Ja, guck mal, da haben wir, ich habe das Gefühl, hier geht es um deine Zukunftspläne. Also, das Thema Familie könnte hier die Herausforderung sein oder das Thema Zuhause könnte auf irgendeine Art und Weise hier eine kleine Herausforderung darstellen für dich jetzt im Oktober. Gleichzeitig ist der König der Münzen natürlich auch der Versorger der Familie. Vielleicht gibt es hier Problematiken rund um das Thema Versorger der Familie, was natürlich grundsätzlich der Vater sein könnte, oder die Versorgung der Familie, die Versorgung hier mit Finanzen im Prinzip, ne? Und das könnte eine Thematik sein. Gleichzeitig, da kriegen wir auch schon den Schwenker hin zum Thema Finanzen und Beruf. Vielleicht ist das gerade die größte Herausforderung hier für dich oder eben auch in Bezug auf diese Seelenpartnerschaft. Natürlich kann es sein, dass es hier grundsätzlich Schwierigkeiten gibt mit dieser Person, mit dem König der Münzen. Es könnte zum Beispiel sein, dass das dein Seelenpartner ist und dein Seelenpartner gerade ein bisschen stur ist. Ein bisschen stur, ein bisschen dickköpfig, gerade irgendwie nicht wirklich mit sich reden lässt. Sagt, hey, aber wir haben das immer so gemacht, ne? Traditionelle Werte haben wir hier mit dem König der Münzen. Jemand, der sagt, ja, aber wir haben das immer so gemacht, deswegen muss das jetzt auch weitergemacht werden. Der ist nicht sehr innovativ. Also von daher, das könnte ebenfalls hier eine kleine Herausforderung für dich sein. Und deine Gedanken kreisen um das Thema der Königin der Kelche. Königin der Kelche ist natürlich die Liebe. Natürlich könnte das die Person sein, in die du verliebt bist, egal ob du jetzt Mann oder Frau bist, was natürlich die gleiche Person im Prinzip sein kann, nur wo sich unterschiedliche Aspekte zeigen, ne? Vielleicht hier die Person gerade ein bisschen blockiert oder ein bisschen schwierig auf gewisse Art und Weise, aber du bist sehr auf diese Person fokussiert. Vielleicht geht es hier für dich um emotionale Unterstützung. Vielleicht ist das dein Fokus aktuell. Egal, ob das jetzt so ist, dass du emotionale Unterstützung bekommst oder dass du emotionale Unterstützung geben kannst, ne? In Form von Empathie, Mitgefühl und Verständnis. Das scheinen hier auch Hauptthematiken zu sein. Also Mitgefühl, Empathie, Verständnis. Entweder, wie gesagt, bist du da gerade sehr darauf fokussiert, dass du das deinem Seelenpartner gibst oder es geht um dich selber, dass du jetzt das Verständnis und Mitgefühl bekommst oder dass du darauf fokussiert bist, mal selber auch für dich Mitgefühl und Verständnis zu haben. Weil oftmals ist es so, dass wir das entweder anderen geben oder andere geben das uns. Aber selten sind wir eigentlich in dieser Energie, dass wir sagen, okay, jetzt habe ich mal Mitgefühl und Verständnis für mich und für meine Gefühle und für meine emotionalen Bedürfnisse. Gerade wenn wir sehr gebend sind. Und immer sagen, hey, ja, verstehe ich ja, dass die Person das so und so macht, weil die ist ja auch geprägt aus ihrer Kindheit. Und dadurch ist es zwar so, dass die Person manchmal Dinge macht, die mir wehtun, aber ich weiß ja, ich kann ja verstehen, woher das kommt. Und das kann natürlich zu einer Problematik sein, wo wir dann anfangen, unsere eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen, aufgrund dessen, dass wir verstehen können und also warum die andere Person sich so verhält. Und aufgrund dessen, dass wir verstehen können, können wir der Person ja nicht böse sein, weil wir wissen ja, das ist ja nur eine Trauma-Reaktion im Prinzip. Und da ist es auch wichtig zu differenzieren und dann auch durchaus in der Lage zu sein, zu sagen, ah, okay, aber jetzt muss ich auch mal auf mich achten hier, ne? Lass uns mal schauen, was ist emotional bei dir? Der König. Ja. Halleluja. All you need is love. Da, 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 da. Haben wir hier auf jeden Fall. Der König der Kelche, Hammer. Also, was soll ich sagen? Der König der Kelche,
Königin der Kelche im Hier und Jetzt, Seelenpartnerschaft definitiv, sehr gefühlvolle Verbindung, sehr telepathische, intuitive Verbindung. Ich habe schon das Gefühl, dass hier durchaus auch Verständnis und Mitgefühl und Empathie ist, beidseitig gesehen. Wir haben jetzt den König der Kelche ebenfalls hier. Ich sehe das sehr an, dass der Fokus emotional und mental tatsächlich sehr auf die Partnerschaft ist, sehr auf die Beziehung, sehr darauf, harmonisch gemeinsam an etwas zu arbeiten. Das, woran jetzt gearbeitet wird, die Erfüllung der Träume, die Erfüllung der Wünsche, was auch immer das langfristige Ziel hier ist, da gibt es aber Problematiken, wie ich schon sagte, mit den Finanzen oder mit dem Beruf oder mit dem Zuhause oder der Familie. Oder es ist herausfordernd, hier irgendwas in Gang zu bringen oder ein Ziel in dieser Hinsicht zu erreichen. Hab Vertrauen ist die Botschaft hier aber mit dem Hierophant. Und in der Vergangenheit sehen wir die zwei der Schwerter. Das heißt, die zwei der Schwerter. In der Vergangenheit gab es Unklarheit mit einer Entscheidung. Es stand hier schon eine Entscheidung im Raum, aber entweder hattest du oder ihr nicht genug Informationen. Es war vielleicht einfach nicht der richtige Zeitpunkt, hier eine Entscheidung zu treffen. Auch das könnte möglich sein. Oder vielleicht wurde eine Entscheidung getroffen und du sagst so, boah, bin ich jetzt ganz verwirrt, dass da diese Entscheidung getroffen wurde. Ne? Auch das wäre hier möglich. Also Unklarheiten bezüglich einer Entscheidung haben wir hier. So, lass uns mal schauen, ob die Entscheidung noch getroffen wird, ob sie schon getroffen wurde. Aber ja, in der Vergangenheit es fühlt sich eher so an wie eine Entscheidung, die nicht getroffen wurde aufgrund dessen, dass nicht genug Informationen da waren oder es noch nicht den richtigen Zeitpunkt gab. Man hatte also noch nicht die Klarheit über diese Entscheidung. Das hat gefühlt was damit zu tun, in welche Richtung es jetzt weitergeht. Vielleicht ist es ja, gerade weil wir jetzt in dieser Neuanfangsenergie sind, habe ich das Gefühl, dass du oder ihr jetzt eine Entscheidung getroffen habt, okay, in diese Richtung soll es weitergehen. Mit dieser Entscheidung für diesen Neuanfang, diese Wünsche, Träume und Visionen, irgendwas war nicht ganz klar damit. Das heißt, in der Vergangenheit konnte diese Entscheidung noch nicht getroffen werden. Wir haben in der nahen Zukunft die Neun der Schwerter und du siehst das Karussell des Schreckens, was einen in der Nacht aufwachelt. Also bezüglich dieser Situation kommen auch noch mal so ein paar Sorgen auf euch zu oder auf dich zu. Das können schlaflose Nächte, Sorgen sein, warum auch immer. Ne? Also die Sache ist die mit dem, hier haben wir im Prinzip die Energie, kannst du es noch sehen? Ich muss immer gucken, dass ich das hier richtig reinlege auf die Kamera, dass du das alles sehen kannst. Was sind Gründe, warum man schlaflose Nächte haben kann? Also gefühlt aufgrund dessen, dass vielleicht dieser Blockade hier, und das sage ich nochmal, finanziell, beruflich, familiär, zu Hause, irgendwas bereitet hier schlaflose Nächte, Kopfzerbrechen und Sorgen. Das kann hingehen bis zu, dass vielleicht gewisse Ängste auftauchen hier, ne? Ja, es könnte auch die Angst sein einer Veränderung, die Angst, etwas zu transformieren. Auch das wäre eine Möglichkeit hier. Lass uns mal weiterschauen. Was ist die Energie, die du reinbringst? Hupala, du bringst hier schon ja, die Stabilität und Sicherheit mit rein. Also, ein stabiles Fundament hast du hier. Auch haben wir das Thema Festhalten. Ich habe das Gefühl, zum einen bedeutet, dass du hältst an der Partnerschaft fest. Warum auch nicht? Denn wir sehen hier natürlich diese Seelenverbindung liegen. Wir sehen auch, der Hierophant spricht auch, im Prinzip kann auch eine Seelenverbindung sein, kann das Thema Hochzeit und Ehe sein, was jetzt vielleicht nochmal zusätzlich hier auf dem Tisch liegt. Ne? Stabiles Fundament gibt es hier, du hältst an der Situation fest. Vielleicht gibt es irgendwas anderes, woran du festhältst. Auch das wäre eine Möglichkeit. Ne? Aber du bringst hier Gefühl, Stabilität und Sicherheit in diese Angelegenheit mit rein. Da haben wir deinen Seelenpartner liegen. Dein Seelenpartner bringt Erinnerungen an die Vergangenheit mit. Grundsätzlich ist das eh Seelenpartner-Energie. Aber dein Seelenpartner, mit deinem Seelenpartner, der bringt irgendwie die Vergangenheit hier mit rein. Grundsätzlich mit dieser Karte sind das schöne Dinge, weil eigentlich sind das die guten alten Zeiten, an die man sich zurückerinnert. Es kann natürlich auch für den einen oder anderen sein, dass irgendwas anderes aus der Vergangenheit hier eine Rolle spielt. Vielleicht spielt die Kindheit für deinen Seelenpartner hier eine große Rolle jetzt in der nächsten Zeit. Oder das Thema Kinder grundsätzlich. Ne? Auch das hatten wir ja im Prinzip so ein bisschen aufgrund dessen, dass wir den Buben der Kelche hatten. Und der auch klar für einen emotionalen Neuanfang stehen kann, für deine Träume, Visionen, aber auch für ein Kind.
So, und das könnte natürlich hier von Seiten des Seelenpartners ebenfalls reinkommen. Es ist aber eine sehr romantische Energie, es ist eine sehr verträumte Energie. Also du bringst, sage ich mal, die Stabilität und hier haben wir die Romantik liegen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, da ergänzt ihr euch, würde ich sagen, ganz gut. Die Bodenhaftung gefühlt, auch die Erdung hier, ne? Wenn ein Partner hier, Seelenpartner sagt, na, guck mal, die guten alten Zeiten, kommst du vielleicht an und sagst, ja, aber das kann man jetzt auch ganz pragmatisch sehen. Oder wenn ein Seelenpartner mit den Energien ankommt, wie das Thema Kinder oder Kindheit, ich habe das Gefühl, du hast eher einen pragmatischen Ansatz. Das ist ganz geerdet bei dir und hier haben wir eher den emotionalen Ansatz bezogen auf die Partnerschaft. Grundsätzlich nichts Schlechtes. Es sind sehr positive Karten, sehr harmonische Karten hier. Deine Hoffnungen, Wünsche und Ängste sind der König der Schwerter hier. Und der König der Schwerter könnte zum einen die Klarheit natürlich sein. Gerade wenn wir uns mal anschauen, dass wir hier ja noch die Karte haben, Unklarheit. Unklarheit bezüglich einer Entscheidung. Und da könntest du dir hier wünschen, dass jetzt Klarheit besteht über eine Entscheidung. Auf der anderen Seite haben wir natürlich mit dem König der Schwerter gerade in Beziehungsangelegenheiten auch immer eine kleine Angst, die da mitschwimmt, nämlich, dass jemand sich emotional distanziert, dass man kein Mitgefühl und Verständnis bekommt, dass jemand rausgeht aus der Energie dieser Kelche, empathisch, verständnisvoll, liebevoll und dann reingeht in den harten König der Schwerter, der sehr rational ist, der eisig kalt sein kann und auch sehr verletzend sein kann. Und das könnte hier auf irgendeine Art und Weise eine Problematik sein, vor der du vielleicht Angst hast. Es sei denn, hier liegt eine Person in autoritärer Position, also ein Trainer, ein Chef, ein Lehrer, vielleicht ein Anwalt, ein Richter, eine offizielle Person, sage ich mal, die hier irgendwie im Mix eine Rolle spielt, wo du vielleicht ein bisschen Angst hast, dass da vielleicht eine Nachricht reinkommt, oder dass es hier gewisse Anweisungen gibt oder Richtlinien gibt, an die du dich halten musst, die sehr, sehr streng sind, wo der König der Schwerter sagt, hey, so wird's gemacht oder du fliegst, ne? Also das so ist es. So, da geht kein Weg drum herum. Da muss man jetzt keinen Kompromiss finden. Der König der Schwerter sagt dir ganz genau, wo es lang geht. Und daran hat man sich zu halten. Es kann sein, dass es da irgendwas gibt, was dich vielleicht ein bisschen einschränkt, wo du sagst, oh, ich habe so ein bisschen Angst davor, ne? Weil dann, ja, wie gesagt, das Verständnis fehlt. Lass uns mal weiterschauen, wie entwickelt sich denn die Situation? Da sehen wir den Abschluss nochmal. Ja, insofern, die Welt ist immer ein positiver Abschluss, ne? Das möchte ich auch nochmal sagen. Also die Welt ist immer eine Karte, wo man sagt, hier ist ein harmonischer Abschluss, ein erfolgreicher Abschluss. Letzten Endes die Energie, die ich hier wahrnehme, ne? Das sind ja, das ist, was kommt jetzt auf euch zu, das ist, wohin geht es. Also beziehungsweise die Entwicklung der Situation. Ich habe das Gefühl, das ist nur vorübergehend. Das kann vielleicht auch wirklich nur im großen und Ganzen gesehen, ne, für den Oktober gesehen, das kann eine Nacht sein, was jetzt auf dich zukommt, wo du sagst, boah, ey, da konnte ich echt nicht schlafen, ich habe mir so viele Sorgen und Kopfzerbrechen gemacht. Letzten Endes habe ich das Gefühl, du brauchst dir keine Gedanken machen, weil wir die Welt am Ende haben. Also Ende, Neuanfang. Auch das wiederum, was wir gesagt haben mit dem Vormischen. Nun habe ich das Gefühl, dass es spätestens zum Ende des Monats darauf hinausläuft, dass ein Kapitel abgeschlossen werden kann und man sich jetzt wirklich nach vorne ausrichten kann. In diesem Sinne möchte ich jetzt mal schauen, wie dein Seelenpartner das Ganze sieht und wie quasi die Erfahrung, in der ihr seid, aus Sicht deines Seelenpartners aussieht. Sprich, das ändern wir ein bisschen ab, das heißt, wir gehen nicht in die komplett gleiche Legung rein, aber wir fragen uns hier dann, was fühlt dein Seelenpartner für dich, was denkt dein Seelenpartner über dich und die Situation, in der ihr seid, was sind die wahren Absichten deines Seelenpartners, was blockiert dein Seelenpartner, was ist die Herausforderung im Energiefeld deines Seelenpartners. Der Tipp an dich und dann auch noch mal ein paar weitere Prognosen dafür, wie es weitergeht. Wenn dich das interessiert, dann schau jetzt einmal unter dieses Video in die Infobox und dort findest du zwei Links. Der erste Link ganz oben geht zu Vimeo, zu der Erweiterung des Einzelvideos. Da kannst du dir das Einzelvideo freischalten lassen und auch herunterladen. Der zweite Link führt zu Patreon. Dort hast du die Möglichkeit der Mitgliedschaft und kannst immer dir alle Legungen direkt anschauen, die ich hochlade in der Erweiterung. Also, danke fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns wieder in deiner Erweiterung auf Vimeo oder Patreon. Also bis gleich.